Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen Rasenballsport Leipzig. Endstand vor 24.400 Zuschauern 1:0. Ich begrüße die Medienvertreter ebenso wie die angeschlossenen VIP-Bereiche und auf dem Podium beide Cheftrainer. Das erste Wort gebührt dem Gast Marco Rose. Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal Tommy, herzlichen Glückwunsch VfL Bochum, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, es ist das Spiel geworden, was wir hier vorbereitet haben und erwartet haben. VfL Bochum zu Hause mit einer Menge Energie, mit viel Wucht, Zweikämpfen, starker Mannorientierung gegen den Ball, vielen ersten, zweiten Bällen, dann aber auch in bestimmten Situationen mit der Möglichkeit, Fußball zu spielen. Ich glaube, dass wir das trotzdem über weite Strecken sehr ordentlich verteidigt bekommen haben, wenig zugelassen haben, erste Halbzeit dann die Chance mit Timo hatten. Ansonsten so ein paar gefährliche Aktionen, die wir aber nicht konsequent genug zu Ende gespielt haben. Haben uns dann in der Pause natürlich vorgenommen, dass wir das genauso weitermachen wollen, dass wir dort aufmerksam bleiben möchten, um genau das zu verhindern, was dann in Minute 48 passiert ist. Ein einfacher Standard, ein Einwurf, ein weiter Einwurf, auch darüber haben wir natürlich vorher geredet, der verlängert wird und wir bekommen dann ein sehr, sehr einfaches Standard-Gegentor und dann wird es in Bochum natürlich schwer mit dem Publikum, mit der Euphorie und wir haben da nochmal so richtig angeschoben hinten raus, letzten 25 Minuten. Powerplay dann auch gespielt und haben dann einfach unsere Chancen nicht genutzt, unsere Riesenchancen, die wir dann teilweise auch noch hatten. Und am Ende steht eine enttäuschende 1-0-Niederlage. Jetzt haben wir Länderspielpause. Ich habe nach City gesagt, wir haben uns neu justiert. Ich finde, davon war dann heute im Spiel der Mannschaft grundsätzlich auch einiges zu sehen. Ich habe keine verunsicherte Mannschaft gesehen, ich habe wieder eine Mannschaft gesehen, die grundsätzlich möchte. Aber die Schärfe in der Endkonsequenz, die wir brauchen, um Spiele zu gewinnen, die ist uns auch heute ein Stück weit abgegangen. Und dementsprechend werden wir uns für die letzten 9 Spiele wieder neu justieren, wenn wir uns dann alle wieder treffen, wenn die Jungs zurückkommen von den Länderspielen. Dankeschön. Vielen Dank. Thomas, dein Fazit zum Spiel bitte. Ja, Marco, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich denke, ich kann vieles nur bestätigen, was Marco sagte. Wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, die ersten paar Minuten. Und dann war es klar, dass es darum geht, mit unserer Art und Weise zu verteidigen, wenig zuzulassen. Das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Wir hatten ja ein, zwei Situationen, wo es gefährlich war und ein paar, wo es gefährlich hätte werden können. Aber das haben wir insgesamt gut verteidigt und sind deshalb auch, denke ich, verdient mit 0-0 in die Halbzeitpause gegangen. Das Tor, das wir gemacht haben, wir wussten, dass wir wenig Torchancen bekommen würden gegen Leipzig. Deshalb waren Standards natürlich schon ein Thema im Laufe der Woche, dass es dann so gut klappt bei der Einwurfsituation. Mit dem weiten Einwurf von Christopher und unserem Torjäger Erhan, das freut mich natürlich. Und dann war es aber klar, dass es eine sehr lange Phase geben wird, in der Leipzig immer mehr Druck macht. Und wir haben es trotzdem, dass Leipzig sehr dominant war, auch nochmal frischen Wind reingebracht hat, haben wir es, denke ich, gut verteidigt bis die letzten 10 Minuten. Und dann war es wild. Dann kam ein überragender Manuel Riemann in Kombination mit dem nötigen Quäntchen Glück, dass wir uns aber erarbeitet haben, dass wir uns mit der Art und Weise, mit der Leidenschaft erarbeitet haben und so haben wir es über die Zeit gebracht. Und deshalb bin ich absolut stolz auf die Mannschaft, was sie hier abgeliefert hat und das Gefühl jetzt für uns nach 2 Siegen ist ähnlich wie im Winter in eine Pause zu gehen mit 2 Siegen in Folge. Das fühlt sich gut an und das wird man genießen, um dann weiterzumachen und in Frankfurt loszulegen mit dem letzten Block, denn es wäre verheerend, wenn wir jetzt in Euphorie verfallen. Wir haben einen großen Schritt gemacht, müssen aber scharf bleiben, damit wir unser Ziel erreichen. Danke. So, die ersten Hände fliegen schon, das Mikrofon wird gereicht. Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten macht den Anfang. Herr Letsch, wir haben unter der Woche 2-mal über das Thema Startformation gesprochen, machen wir es heute noch ein 3. Mal. Sie haben genau die Spieler ins Rennen geschickt, die auch gegen Köln auf dem Platz standen, aber ich fand, die Grundordnung war etwas verändert. Welche Gedanken steckten dahinter und inwieweit war das ein Schlüssel zum Erfolg?
Also immer einfach, wenn der Trainer hinterher her sitzt und sagt, ja, das waren die genau richtigen Gedanken und das war der Schlüssel. Entscheidend ist, was die Spieler auf dem Platz machen, wie die Spieler das umsetzen. Und heute war der Grundgedanke der, Leipzig in ihrem 4-2-2-2, sie im Zentrum, vor allem ihre zwei Sechser, sage ich mal, in mehr oder weniger Manndeckung zu nehmen. Taco hat es ein bisschen zu wörtlich genommen. Ich glaube, Taco hat erste Halbzeit wirklich eine reine Manndeckung gespielt, ist Conny Leimer hinterhergelaufen. Das war nicht ganz so geplant. Und dann bezüglich den Außenverteidigern und den Sechsern ein bisschen eine Variabilität zu haben zwischen unseren Außenverteidigern und unseren Sechsern. War jetzt schon sehr, sehr detailliert eigentlich, was das Taktische anbelangt. Also es war ähnlich, wie wir es in Köln gemacht haben, aber mit einer kleinen Nuance, weil wir natürlich schon auf den Gegner eingehen wollten, waren uns natürlich auch nicht sicher, wie wird Leipzig personell aufstellen. Es ist dann doch ein Unterschied, ob zwei klassische Stürmer auf dem Platz sind oder nicht. Unterm Strich haben wir uns vorbereitet, rückblickend hat es ganz gut funktioniert, aber nochmal ohne das nötige Quäntchen Glück hätte es auch anders ausgehen können. Weiter geht's mit Max Backhaus von der Bild. Ja, hallo zusammen, Herr Letsch, Glückwunsch. Das war Ihr 18. Bundesligaspiel. Zum 18. Mal haben Sie nicht Remis gespielt. Das ist alleiniger Bundesliga-Rekord. Und kann man daraus deuten, dass Sie nur ganz oder gar nicht können? Oder heißt das irgendwas? Nö. Das heißt gar nichts. Also am Schluss ist es natürlich tatsächlich so, wenn du unentschieden helfen gegen direkte Konkurrenten. Manchmal, also wenn mir heute vor dem Spiel einer gesagt hätte, wir gehen mit 0-0 nach Hause, weiß ich nicht, ob ich gesagt hätte, nee, machen wir nicht. Ein Spiel entwickelt eine Dynamik und in dem Fall ist es jetzt Zufall. Wir haben ja 8 Spiele gewonnen, 10 verloren. Schön wäre, wenn wir von den 10 noch unentschieden dabei hätten. Schlecht wäre, wenn wir von den 8 unentschieden dabei hätten. Deshalb bin ich eigentlich so zufrieden, wie wir es haben und Punkt. Weitere Fragen? Der Kollege, von mir aus gesehen, links. Das ist der noch nicht von der Bild-Zeitung aus Leipzig. Hallo, Herr Rose. Sie haben mit Yusuf Paulsen und André Silva zwei große Stürmer gebracht. Wie haben Sie Ihre Leistung heute gesehen? Beziehungsweise, was macht es gerade so schwer, diese Riesenmöglichkeiten auch zu nutzen? Das war ja gegen Dortmund ähnlich. Ja, mit beiden gemeinsam auf dem Platz hatten wir jetzt gar nicht so riesen Möglichkeiten. Die hatten wir dann vor allen Dingen hier hinten raus. Aber ja, wir haben eine englische Woche. Es war die Idee heute, den ganzen Kader zu nutzen. Jussi hat insgesamt eine ansteigende Form gezeigt, nachdem die Vorbereitung nicht so optimal war. Bei André ist ja grundsätzlich klar, dass er eigentlich dann auch immer wieder spielt. In Manchester und Frankfurt hat er jetzt mal auf der Bank gesessen. Und am Ende verlange ich natürlich von meinen Stürmern auch, dass sie dann treffen. Ich verlange auch, dass wir Standardsituationen besser verteidigen. Und das wird ein Thema, wenn wir uns wieder treffen, dass wir in alles, was wir machen, wieder mehr Schärfe reinbringen. Nicht so viel reden, sondern arbeiten an den Dingen, die uns dann unsere Ziele auch erreichen lassen. Und da gehören die beiden dazu, dort vorne drin. Heute ging es um Frische, heute ging es auch um Physis gegen Bochum. Und das haben beide versucht auf den Platz zu bringen. Weitere Fragen? Sehe ich aktuell doch. Dann kommt Max Backhaus. Dann probiere ich es nochmal. Erhan Masovic hat heute ein Tor geschossen, wie schon vergangene Woche. Unabhängig davon tritt er ganz anders auf, mit einer super breiten Brust. Wenn er einen Ball am Fuß hat, hält er ihn sehr lange. Das spricht für Selbstbewusstsein, wie ich finde. Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Weil wir haben ihn auch schon mal ganz anders gesehen, sagen wir mal vor 2-3 Monaten vielleicht. Ich stimme Ihnen zu, dass er mit breiter Brust auftritt. Dass er wirklich. Es wird viel über die Tore gesprochen, aber man muss schon auch sehen, wie er das da hinten verteidigt, mit welcher Ruhe und gleichzeitig mit welcher Aggressivität und im eigenen Spielaufbau bleibt er auch sehr ruhig. Und im Moment hat er diese breite Brust. Ich fand ihn zuvor, immer wenn er auf dem Platz war, auch solide, vielleicht nicht ganz so stabil. Das ist was völlig Normales, wenn du viele Spiele machst, wenn du in einem Rhythmus bist, wenn du dann auch noch triffst, dann kommt das Selbstbewusstsein immer mehr. Aber Erhan hatte eigentlich nur das Pech, dass wenn er drin war, dann war er mal krank oder hat eine Verletzung zurückgeworfen.
Aber er hat eine hohe Qualität und das zeigt im Moment. Die Kombination mit ihm und Ivan Ordez macht sich bezahlt. Es ist etwas hart im Moment für die anderen Innenverteidiger, weil wir wirklich da auch viele Alternativen haben. Aber die zwei machen es einfach so gut. Und das merkst du auch, wenn du regelmäßig zusammenspielst, auch mit Dani Suarez dann neben ihm, dann kommen Automatismen, dann sind Dinge, klappen einfacher, die Kommunikation wird besser. Und da hat Erhan sicherlich einen Riesenstep nach vorne gemacht. Stan Hornig nochmal. Nochmal eine Frage an Herrn Rose. In der Mixzone hat jetzt Marcel Heißenberg gesagt, bei den Standards war man einfach nicht wach genug. Sie haben selber gerade gesagt, dass Sie das vorher nochmal angesprochen haben, auf Standards hingewiesen. Wie kann man sich diese Schläfrigkeit erklären? Haben Sie eine Erklärung dafür? Nee. Um ehrlich zu sein, nee. Weil wir zeigen es vorher, wir besprechen es vorher, es ist klar, was kommt. Es kommt ein weiter Einwurf, der wird wahrscheinlich vom kopfballstärksten Spieler Hofmann verlängert. Und auf die Verlängerung werden wahrscheinlich ein paar Jungs einlaufen und versuchen, ein Tor zu schießen. Das bedeutet, es gibt eine Zuordnung, ich muss meinen Mann aufnehmen, ich muss meinen Mann verfolgen. Ich muss die Situation bis zum Ende verteidigen, bis die Situation geklärt ist. Es ist eigentlich relativ simpel und es ist mehr als ärgerlich, dass wir als RB Leipzig mit unseren Zielen ein Bundesligaspiel über so ein einfaches Tor verlieren und uns auch so in Probleme überhaupt erst bringen. Weil ich glaube, wenn das Spiel länger 0-0 gestanden hätte, wir dann nochmal die Qualität nachgeschossen haben, die wir nachgeschossen haben, und das hat man ja hinten raus dann auch gesehen, dann hätte das Spiel heute auch anders ausgehen können. Ist es nicht. Dementsprechend wir schwer enttäuscht. Tommy mega happy. Und nach der Länderspielpause geht es trotzdem weiter. Vorne rechts Holger Schmidt von der DPA. Ja, auch eine Frage an Herrn Rose. Sie gehen jetzt mit zwei völlig unterschiedlichen Enttäuschungen in die Länderspielpause. Sie haben eben gesagt, wenn die Jungs wieder da sind, werden wir daran und daran arbeiten. Wie gehen Sie denn jetzt bis dahin mit den Spielern um, die da sind? Das ist ja doch fast die ganze Zeit der zwei Wochen, dass die anderen weg sind. Mit denen werden wir auch arbeiten. Also wir werden alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Wir werden mal wieder auf unseren Nachwuchs schauen, ein paar Jugendspieler mit dazu nehmen, damit wir auch eine anständige Trainingsgruppe haben. Und wir werden mit den Spielern, die da geblieben sind, dann auch so arbeiten, dass wir was davon haben. Stefan von Nox vom Kicker. Eine Frage an Herrn Letsch. Manuel Riemann hat jetzt in den letzten beiden Spielen einen entscheidenden Anteil gehabt, dass Bochum zweimal gewonnen hat. Davor stand er nach dem Schalke-Spiel nicht nur in der Kritik, sondern auch in Frage. Können Sie ein bisschen seine Situation beleuchten, wie das war, wie er sich gegeben hat, wie Sie mit ihm umgegangen sind? Weil das ist ja schon eine interessante Entwicklung, die er da genommen hat. Ja, Sie haben völlig recht. Er stand in der Kritik. Er stand auch zu Recht in der Kritik. Er war nicht so stabil, wie man Manuel kennt. Und das Problem ist, wenn du falsche Entscheidungen triffst, wenn du Fehler machst auf der Position des Torhüters, dann ist es oft ein Tor. Und dementsprechend wurde viel geschrieben, es wurde viel diskutiert. Aber die Art und Weise, wie Manu darauf reagiert hat, muss ich sagen, gebührt meinen allerhöchsten Respekt. Er hat in Köln das staubtrocken runtergespielt. Es kam nicht viel aufs Tor, aber was kam, war er da. Er hat beim eigenen Spielaufbau das hervorragend gemacht, einfache Lösungen gefunden. Und da hat er heute nahtlos angeknüpft. Plus dann in der Schlussphase entscheidenden Anteil dabei gehabt, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und man darf nicht vergessen, auch wenn Manu nach außen sehr selbstbewusst wirkt, nagt sowas an einem Spieler. Und deshalb nochmal, allerhöchsten Respekt. Er hat zwei tadellose Spiele gemacht und hat gezeigt, wie wichtig er für den VfL Bochum und für unsere Mannschaft ist. Und ich freue mich sehr für ihn, dass er so aufgetreten ist. Noch eine Nachfrage dazu. Sie haben gesagt, er hat einfache Lösungen gesucht. War das auch so der Ansatz, aus der Situation für ihn rauszukommen, sich vielleicht ein bisschen zu reduzieren auf sein Spiel und nicht zu viel auch noch außen rum zu wollen? Ja, Sie können sicher sein, auch Manu Riemann ist ein reflektierter Mensch. Und
es ist ja immer so ein Teufelskreis. Wenn Manuel viel Ballkontakte im eigenen Spielaufbau hat, kann man die Ursache bei Manuel suchen oder man kann die Ursache auch bei den Spielern um ihn herum suchen. Es war so eine Situation, dass unsere Innenverteidiger oder auch Außenverteidiger, zentralen Mittelfeldspieler, die Bälle nicht so gefordert haben, so nach dem Motto, ja Manu, mach du mal. Und dementsprechend war er sehr dominant und da haben wir dran gearbeitet mit der Mannschaft, andere Lösungen auch zu finden. Und wie gesagt, Manu ist dann schon auch ein Spieler, der reflektiert ist und richtige Entscheidungen getroffen haben. Und so gesehen ist es ja, eine Kombination aus allem. Ich muss mich wiederholen, ich freue mich riesig, dass er so zurückgekommen ist. Ralf Ritter von der Watz. Ja, schönen guten Abend, auch Glückwunsch zum Sieg, Thomas Letsch. Danilo Soares mussten Sie wiederum runternehmen, ich denke, weil er stark gelb-rot gefährdet war und ist das vielleicht so der einzige Wermutstropfen, weil er fehlt dann im nächsten Spiel. Und B, direkt Heinz kam rein und ich denke, hat ähnlich gespielt wie in Köln. Ja, also er fehlt ja nicht im nächsten Spiel, weil er hat ja nicht gelb-rot bekommen, sondern wir haben ihn ausgewechselt. Die fünfte gelbe, oh, dann wissen Sie mehr, jetzt bin ich nicht gut vorbereitet. Können wir zurückspulen? ja, Wermutstropfen, das gehört dazu. Dass ein Spieler, speziell ein Defensivspieler, ausfällt mit fünf gelben Karten, das kann einfach passieren. Ehrlich gesagt, in der zweiten Situation dachte ich, er berührt ihn gar nicht. Ich wurde eines Besseren belehrt und dementsprechend mussten wir reagieren, weil ich glaube, dass am Schluss nochmal Schwung von Leipzig kommt, war klar. Und wenn wir dann mit einem Mann Unterzahl sind, das wäre fürchterlich geworden für uns. Und dementsprechend haben wir mit Dominik da im Moment eine super Alternative. Er kam rein, macht seinen Job und das freut mich. Und das hat auch heute wieder gezeigt, wir haben auch relativ früh gewechselt, haben dann frische Spieler reingebracht. Und das habe ich auch mehrfach gesagt, wir brauchen alle. Und egal, ob das jetzt ein Philipp Förster, der den Anspruch hat, von Anfang an zu spielen, kam dann rein für Kevin Stöger, hat es gut gemacht, Pierre Kunde und Gerrit Holtmann, der Gott sei Dank wieder zurück ist. Es war einfach gut. Deshalb ist es kein Wermutstropfen. Wir müssen es anders lösen, die Situation, und wir werden eine Lösung finden. Okay, das war's. Besten Dank fürs Interesse. Den Gästen aus Leipzig eine gute Heimreise. Wir sehen uns dann nach der Länderspielpause hier wieder.